Und weiter geht es bei Greedfall. Kommt ihr beiden Leute? Ja, ihr kommt. Das ist schön. Jetzt hänge ich fest. Sollen die mitkommen, dann hänge ich fest. Was haben wir denn hier so? Wir sind hier in Neu-Serenay angekommen. Und jetzt werde ich erstmal sehen, was hier alles so rumliegt. Oh, ganz viel Wasser. Was haben wir hier? Wer bist du? Einer, mit dem man nicht reden kann. Oh, hier kann ich runterfallen, das ist gut. So, darf man hier drüben ins Lager rein? Oder habe ich da ein Verbot? Komm, ich komme hier rein. Dem kann ich auch nicht reden. Gehen wir hier durch den engen Gang mal. Das ist ja irgendwo... Klettern? Nee. Klettern geht auch nicht. Darf man hier rein? Nein. Gebiet der Nauten betreten. Nicht möglich. Ich habe mal Nauten mit mir, da wäre ich wohl da rein dürfen. Gehen wir mal hier hinter. Hier kann man klettern. So. Ihr kommt mit, ne? Oder? Ah, da kommen sie drüber gejumpt. Jetzt wird noch ein bisschen geplündert. Toll, Kirschen, Bären. Was haben wir hier? Ich darf hier rumlaufen. Ich bin auch ein Naute. Seht mich an. Seht mich an, ich bin ein Naute. Nicht so, als wäre hier großartig was abzuräumen. Schauen wir mal, ob oben irgendwas ist. Eine Tür. Eine Tür ist hier oben. Gehen wir mal durch die Tür, mal sehen, wo wir hin. Wir landen. Oh, so viel Licht. Und wo sind wir wieder? Wir sind natürlich wieder draußen. Sprung Level 2, Stärke bräuchte ich. Da komme ich wahrscheinlich nicht. Ich bin zu schwach, um hier drüber zu springen. Okay. Es ist auch ehrlich gesagt sehr hoch und sehr weit. Also sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Gehen wir wieder runter. Aber nur so komme ich wahrscheinlich darüber. Oder komme ich hier? Ja, ist doch was wie ein Labyrinth. Da ist eine Kiste. Goldmünze, Elementarpfeile und Munition. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit und er hat es nicht gesehen, dass ich da was mitgenommen habe. Ich glaube, das ist auch bei dem Spiel gar nicht so schlimm. Man kann den vor der Nase das Zeug wegnehmen, das stört ihn nicht. Habe ich zumindest das Gefühl. Weil sonst hätte ich ja wenigstens mal irgendwie als Dieb deklariert werden müssen. Aber nein. Ich klaue den einfach alles weg. Hier ist wahrscheinlich auch wieder eine Tür. Dann bin ich auf der anderen Seite. Da brauchte ich den Sprung gar nicht. Genau, dahin ist der Sprung. Natürlich komme ich so auch nicht zurück. Ich darf nicht springen. Jetzt muss ich auch wieder runterlaufen, weil hier gibt es keine Leiter. Also gehen wir wieder zurück. Im Laufschritt. Dann, wo waren wir jetzt überall? Wir waren jetzt in dem Bereich. Dann gehen wir mal noch hier hinten rum. Dass wir da vielleicht noch irgendwo Kisten finden. Alles kaputt, nichts kaum mitnehmen. Die habe ich schon geplündert und hier war ich schon. Gut, dann kommt mal hier durch. Und hier kommen wir raus. Hier geht's auch weiter. Und da blinkt wieder etwas. Zum Glück blinkt das alles so. Sonst müsste ich wirklich jede Kiste einzeln prüfen.
Heiltrank ist auch wichtig. Hallo? So eine Kletterwand. Ich würde gerne drüber klettern. Ich kann zwar dran vorbeilaufen, aber klettern wäre jetzt auch schön gewesen. Das kann man sprengen. Dem Lagerhaus war ich schon. Ich ging die Tür vielleicht sogar auf. Locked. Verschlossen. Schlüssel verwenden oder Schloss lang Level 2. Ich habe einen Schlüssel. I don't have the key. Doch keinen Schlüssel. Okay. Wenn ich keinen Schlüssel habe, muss ich wohl irgendwo mal einen Schlüssel finden. Ich wusste, ich habe ja was gesehen. Bling, bling. Wie komisch muss das jetzt wohl aussehen? Die stehen da, schauen in meine Richtung und ich kletter jetzt einfach hier drüber. Gar nicht auffällig. Was haben wir hier? Mal auch klettern, dann kommt mal hoch. Ich kletter mal hoch. Ich bin neu hier, ich erkunde nur. Ich darf alles klettern, was ich will. Komme ich nicht hoch? Ich darf doch nicht alles. Geh weg, ich will hier zurück. Denn ich will hier wieder runter. Wumm. Haben wir hier noch was? Was liegt denn hier? Oh, das muss Kerzen. Ach, da sitzt jemand. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gerade eben erst gesehen. Ja, ich darf da nicht rein. Jetzt haben wir hier eigentlich alles abgeklappert. Dann kann ich jetzt ja nur noch hier durch. Um dann... Oh, hier ist ein Händler. Der wäre vielleicht auch mal wichtig. Mal wieder ein bisschen was loswerden. Hier ist noch eine Kiste. Mit Boretsch. Also sammeln kann man hier viel. Eine richtige Sammellust. Auch noch eine Kiste? Alles mitnehmen. Wir wissen hier auch, die Elementarfallen können sehr wichtig sein. Das haben wir im letzten Video gesehen, als plötzlich so eine riesige Bestie auf mich zukam. Ich sie eigentlich nur mit den Elementarfallen platt gemacht habe. Na gut, ein bisschen geschossen habe ich auch, aber Nahkampf könnte ich da schon vergessen. Hm. So viel besser sieht es jetzt hier auch nicht aus, oder? Hätten wir auch in der alten Stadt bleiben können. Links rum, rechts rum, geht's überall lang. Gehen wir's mal Richtung Händler. Ich habe das Kupferviertel entdeckt. So, der Händler kommt dann hier vorne. Weil die Soldaten. Oh, geht doch mal weg hier. So viele Soldaten. Der Händler muss jetzt irgendwo in der Richtung sein. Wahrscheinlich ist er das hier. Excellency, welcome back to my modest shop. It is an immense honor for me to be of service to such noble clientele. What might I do for you? Ach, man kann ja mal Fragen stellen. Was kann man denn so? Ich frage mal über die Ware. Where do your products come from? Most of the products that I sell are made in our beautiful nation. Clothing, boots, hats, all from our own craftsmen with extraordinary workmanship. Ah, you have certainly noticed the blue in our linings. That is impossible to imitate, and we alone have the secret. Of course, we do ship in some foreign merchandise, most of which comes from Alsard. They are also extremely fond of blue, which makes our trading easier. Okay. Wie sieht es mit dem Handel aus? How has trade been here? You seem a little off the beaten track. It is true that we are far from the continent, but we trade a great deal with the other cities on the island. And believe me, to keep our stocks replenished, we take advantage of every ship, no matter its origin. It did take us a while to get things set up properly. We had to convince the Nords not to take advantage of the situation, which was no easy task. And to persuade our
associates from other nations that they would also benefit from the trade. But in the end, we are all making profit for the greatest satisfaction of our clientele. Also ihm scheint sehr gut zu gehen. Obwohl, werden wir es mal sehen. Wir fragen jetzt einmal, wie sein Geschäft läuft. How is business in general? I can't really complain. The advantage of selling a little of everything is that we always have buyers. I saw many of my fellow merchants forced to close because of the epidemic. And alas, I lost some really good customers. Practically friends. But those of us who remain need to continue to live. And to buy. And your noble presence here will bring me even more clients. Of that I'm certain. Das ist ein Schleimer. Also er glaubt, es kommen mehr Kunden, nur weil ich da bin. Okay. Und er meint, was hat er denn so? Ein Stahlstilett. Kurze helle Bart, da kann ich alles nicht anlegen. Missionarenring. Ein Alsat-Ordnungssäbel. Wirklichkeit fehlt mir dazu. Ja, ich bräuchte da wahrscheinlich mal ein bisschen was mit Beweglichkeit. Beweglichkeit. Überall fehlt mir was. Große, stumpfe Axt. Schwere Zweihandwaffe. Einhandklingenwaffen, rostiges Stilett. Etwas stärker als die ich habe, aber auch nicht so viel. Lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Jetzt haben wir hier ganz normale. Okay, wie sieht es bei Schusswaffen aus? Rostige Streuschusswaffe, die ist ja lustig. Verbrauche ich da mal 3 Munition? Eine geringere Rüstungsschaden, das ist einfach ein Nachteil. Alte, geschwärzte Donnerbüchse. Kleines Gewehr. Donnerbüchse könnte ich sogar nehmen. So, hier insgesamt schwächer, aber ich vergleiche es ja mit Waffe B. Nicht mit meiner Schusswaffe wahrscheinlich. Müsste ich wahrscheinlich also meine Schusswaffe angucken. Eine elegante Pistole. Alte Präzisionspistole und die elegante Pistole, die klingt gut. Kurze Musket, das ist alles Gewehr, soweit bin ich noch nicht. Ich nehme jetzt auch mal die elegante Pistole mit. Auf- und ausrüsten. Ein eleganter Hut. Rüstung, was ist jetzt? Blau, Silber, Soldatenwams. Auf jeden Fall bin ich dann mehr geschützt. Verschlissene Gartenwams. Hab eine geringere Magieresistenz. Ich sehe aus wie ein ganz normaler Soldat, das ist dann auch nicht so schön. Muss vielleicht auch nicht sein. Lass mal das mal. Hier ist jetzt nicht unbedingt noch was zu finden. Hier könnte ich jetzt verkaufen. Das zum Beispiel. Jetzt habe ich die elegante Pistole ausgerüstet. Und die Ordnungspistole war die, die ich hatte. Und die hatte nämlich nur 297 und 44. Und jetzt habe ich 429 und 52. Das hat also schon Sinn gemacht. Sonderbüchse des Reisenden, die ist schwächer als die Pistole. Dann kann ich die Ordnung damit verkaufen. Du musst die verkaufen. Und die Ordnungspistole. Und dann musst du nach und nach das Geld wieder rein. Modischer Hut. Verkauft. Das sind Fallen und Tränke. Die lassen wir mal noch. Hier noch. Oh. So, oder? Besser, aber Ausdauer fehlt mir dazu. Mir fehlt dazu Ausdauer.
Dann verkaufen wir die erstmal. Ich werde später bestimmt noch was anderes finden. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann kann ich jetzt nicht mehr ändern. So, ich war beim Händler. Jetzt, was haben wir hier? Botschaft der Brückenallianz. Wir haben einen Schmied. Am besten gehen wir erstmal nochmal hier hinten rum. Hier ein bisschen abklappern, um erstmal zu sehen, ob noch irgendwo vielleicht was rumliegt. Schicke Kisten. Schönem Inhalt. Hier zum Beispiel. Das mache ich ja nichts liegen lassen hier. So, darf ich hier durch? Ja, darf ich. Vögelchen, das sind mehrere Vögelchen, war nicht nur eins. Oh, zum Bergsteiger hier. Dass hier immer mehr im Weg stehen müsst. So, hier haben wir noch eine Kiste. Und hier klettern wir drüber. Sportlich, sportlich. So. Okay, die grüßen wieder bloß. Mir nicht. Nicht schlimm, grüßt ruhig. Jetzt gehen wir wieder hier vor. Und sind wieder da, wo wir schon waren. Genau. Dann gehen wir auf der anderen Seite nochmal lang. Schauen, ob es hier hinten noch was zu holen gibt. Drin zum Beispiel. Schloss knacken Level 1, das kann ich. Der Handschuh, okay. Es ist wieder was gefunden. Das hier wird nichts sein. Bei Handschuhe. Das auch nicht. Was haben wir noch so schönes? Ah, Hut war's. Schlössner Dreispitz. Nee. Auch nichts. Bin ich wieder im Hafenviertel? Hier darf ich wahrscheinlich doch, hier darf ich sogar rein. Kommt man überall durch. Interessant. Ist nicht ganz Open World, aber man kommt ja schon an einige Stellen hin. Darf ich da auch hier hoch? Nee. Darf ich jetzt auch wieder raus? Ja. Das wäre sonst immens ärgerlich. So, gehen wir mal ein bisschen zum Wasser. Auf hohe See? Schon ein schöner Anblick hier. Sind auch verschiedene Berge hier auf der Insel. Nein, der ist sehr hoch. Seht mal irgendwann auch auf die Berge raus mit hin und oh, da ist ein Schiff. Will das Schiff anlegen? Es wird wahrscheinlich eine Weile dort stehen. Geh mal einfach mal hier vor. Was trinkst du hier so? Your Excellency, such elegance. You really are honoring your uncle. Kommt man eigentlich auch ins Wasser? Ich dachte, ich bin jetzt ins Wasser gefallen. Nee, hier geht's ja abwärts. Und ich dachte, ich falle jetzt. Nee, ins Wasser komme ich nicht. Boah. Ich habe jetzt schon gedacht, ich falle jetzt da rein und dann komme ich nicht mehr raus. Ich hätte von vorne anfangen müssen. Na gut, hätte man auch machen können. So weit bin ich ja noch nicht gekommen. Im schlimmsten Fall geht's von vorne los. Ist eine Kiste. Schloss knacken Level 2 bräuchte ich da. Das habe ich doch noch nicht genommen, ne? Nee, das habe ich noch nicht. Eine Schüssel habe ich auch nicht. Muss ich mir also merken, es gibt hier eine Kiste.
Ob ich mir das merke, ist allerdings die bessere Frage. Ah, hier haben wir noch was. Nehmen wir das, wozu wir keine Kisten, weil er keine Schlüssel braucht, kein Schloss knacken. Kommt mal einfach ran. So, alles schön mit Wänden zugemacht, dass mir ja der Weg immer schön versperrt wird. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich sehe hier was blinken. Da unten rein war dann der Händler. Nehmen wir das mal alles mit. Die werden auch denken, meine Begleiter, was macht er denn die ganze Zeit hier? Aber von Kiste zu Kiste. Gehen wir nochmal hier hin zurück. Vielleicht haben wir da noch irgendwo was übersehen. Genau das zum Beispiel. Weil wer weiß, wie viel Munition ich im Laufe des Spiels noch brauche. Also besser alles einsammeln, was geht. Und auch die ganzen anderen Zutaten. Eisenherz, Boretsch. Ich weiß noch nicht, für was man die braucht. Aber es Mom und ein Stück fort sein. Wir sind jetzt hier. Was haben wir denn das hier? Karawanenführerin. Aha. Die Groschenschenker. Hier wäre der Schmied. Hier ist erstmal noch eine Kiste. Und da ist der Schmied. Okay, was machst du? Greetings. You look like someone who would know how to use a blade. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad to make it for you. Ich kann also kaufen, verkaufen oder auch mir etwas anfertigen lassen. Ich schaue erstmal, was er hat. Na gut. Viele Dinge, die ich nicht anlegen kann. The best forge in Tir Fridi. Jetzt würde ich aber gerne wissen. Oh, it's a great pleasure to see you again at the forge. Sagt alles normal. What can I do for you? Okay, dir etwas anfertigen lassen. Rostiges Stilett. Ich kann es ja verbessern gehen. Also, kann ich jetzt hier den Rüstungsschaden erhöhen? Kostet 65 und braucht 2 Edelherz. Edelherz, Eisenherz, Edelherz. Und der Knauf, was können wir da machen? Ja, kann ich den Knauf verbessern, erhöht es den physischen Schaden. Sogar bis auf 185 den physischen Schaden erhöhen. Mal verbessern, ja. Jetzt gerne mal zurück. Jetzt haben wir den Knauf. Und immer hier die Papierstange des Jägers, können wir noch den Rüstungsschaden verbessern. Und schon sieht die Waffe doch ganz anders aus. Und ist doch um einiges stärker geworden. So funktioniert das also mit dem Schmied. Wissen wir schon mal. Immer schön Eisenerz sammeln. Und Gold, weil das hat er auch gewollt. Haben wir hier hinten noch was? Und wo geht's hier hin? Da geht's auch wieder in eine andere Region, in der wir noch nicht waren. Dann gehen wir mal hier runter. Ach, der Orsay-Platz. Da gibt es auch wieder Dinge zu finden. Wieder Munition. Wichtig, sehr wichtig. Come closer, good people. Wer bist du? Okay, mit dir darf ich nicht reden. Du redest mit mir, aber ich darf nicht mit dir. Ist ja richtig fies.
Gut, dann werden wir jetzt als nächstes dann mal zur Kaserne der Groschengarde gehen, weil da werden wir noch das Quest abschließen, was wir in Serenay bekommen haben. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Diese Folge hat daraus bestanden, sehr viel zusammen und wir haben den Schmied kennengelernt. Ich konnte meine Waffe etwas verbessern. Obwohl ich gar nicht so auf den Nahkampf gehe. Ich schieße aktuell mehr mit meinen Fallen und mit meiner Waffe. Also ich werfe die Waffe auf die Gegner. Nee, natürlich nicht, deswegen sammle ich ja Munition. Aber gut, das nächste Mal machen wir dann bei dem Quest weiter. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.